Ihr Lieben, zum heutigen Gespräch über das Priestertum habe ich Vater Alexei Lemmer aus Bad Kissingen eingeladen, Vorsteher der Gemeinde des heiligen Sergius von Radonisch. Segne, Vater. Gott segne Sie. Wurdest du in Deutschland geboren? Nein, ich wurde in Russland geboren, in Sibirien, in Omsk. Wie lange bist du schon hier? Also 32 Jahre jetzt, ja. Also bist du auch hier zur Schule gegangen? Genau, ich bin hier, ich war 9 Jahre alt, wo ich nach Deutschland gekommen bin und bin halt in die dritte Klasse gekommen und ja, hier aufgewachsen eigentlich, ja. Ja, aber du bist Deutsch-Russe? Genau, Deutsch-Russe, ja. Okay. Aber bist du jetzt Deutscher oder Russe? ja, Russe natürlich, also... Ich scherze immer so, also ich seitdem ich ins Priesterseminar gefahren bin, spreche ich kein Deutsch mehr. ja, 7 Jahre Studium und seitdem ich Priester bin, bin ich halt auch nur mit Russen zusammen. Also, ja. Ja, am Telefon, in der Kirche und ja, ganz wenig Deutsch. Ja. Und was hat deine Nationalität für das Priestertum, für dein Priestertum in Deutschland für eine Bedeutung? Also die Orthodoxie, die macht keinen Unterschied, ob man jetzt Russe, Deutsche, Grieche ist, also weil wir sind alle in Christus vereint und das Wichtigste ist unser Glaube, das Christentum und die Nationalität spielt eigentlich also zweitrangige Rolle. Mhm. Ja. Also oder überhaupt keine Rolle eigentlich, ja, weil wir konzentrieren uns auf die Kirche und wir sind halt in der Orthodoxie auch vereint durch Christus. Und ob jetzt jemand aus Georgien kommt oder aus Serbien oder aus Russland, ist, in Christus sind wir alle eins. Ja. Ja. Aber du hast doch bestimmt schon mit deutschen oder deutschsprachigen Gläubigen zu tun, in deiner Gemeinde oder vielleicht früher in der Kathedrale in München. Ja, natürlich. Es kommen immer wieder also Leute, die halt also ursprünglich Deutsche sind und die Orthodoxie kennenlernen wollen. Und mit ihnen hat man natürlich viele Gespräche und also... Und man bereitet die vor und also, es lassen sich auch welche taufen. Und also. Ja, gut. Und nach dem Schulabschluss bist du ja nicht sofort aufs Priesterseminar, sondern hast erst einmal eine Ausbildung gemacht zum Großhandelskaufmann. ja, genau. Warum bist du nicht sofort aufs Priesterseminar gegangen? Ja, zu dem Zeitpunkt wollte ich eigentlich gleich ins Priesterseminar, aber die geistlichen Väter, die mich damals geführt haben, die haben immer gesagt, also bevor man gleich ins Priesterseminar geht, sollte man halt erst sozusagen eine Ahnung davon bekommen, wie das Arbeitsleben ist und wie die Leute halt so in der Familie, in der Arbeit halt leben und damit man halt mehr Erfahrung hat. Deshalb habe ich diese Ausbildung gemacht, also aus Gehorsam oder aus Abslushanie und habe natürlich auch dadurch eine Erfahrung gemacht, die war also wirklich hilfreich für mich. Also und das war, denke ich, auch ein richtiger Schritt damals. Ja. Also du empfindest das jetzt nicht als verlorene Zeit? Nee, also jede Erfahrung ist eine gute Erfahrung. hilft dir deine Ausbildung auch in dem Priesterdienst? Also weniger. Also das war ja mehr so eine kaufmännische Ausbildung und die war halt damals nötig, weil ich war damals in der Realschule und damals gab es in der Realschule nur drei Fachrichtungen, das heißt mathematischer Zweig, kaufmännischer Zweig und Wirken. Und ich habe damals in der 7. Klasse kaufmännischen Zweig ausgewählt und deshalb musste man halt die Ausbildung auch in diesem Fachbereich auch machen. Ja. Gut, und studiert hast du ja in Jordanville bei New York. Aber das muss man sich ja erstmal trauen, also sich als junger Mann in den Flieger zu setzen, ins andere Ende der Welt zu fliegen, alles hinter sich zu lassen. Ja, natürlich, das war so eine wirklich ein sicherer Schritt, das heißt, ich habe diesen Schritt
sehr sicher gemacht. Ich war ja damals auch in dieser Ausbildung, die haben mich übernommen. Und dann habe ich einen Zivildienst gemacht, also 10 Monate. Und dann bin ich wieder zu dieser Firma gekommen und habe ihnen gesagt, dass ich kündige. Mhm. Haben die gesagt, warum? Wir haben dich übernommen und du kündigst. Ja. Weil ich ins Priesterseminar gehe. Ja. Ja, die waren natürlich alle völlig überrascht und konnten das auch nicht verstehen, wie man einfach alles so hinterlassen kann. Also die ganzen weltliche Welt und dann einfach ja, in ein anderes Land gehen kann. Und das Gleiche war auch mit meinen Verwandten. Also die haben mich sogar abgeredet, also nicht die Familie, nicht die Eltern oder die Geschwister, aber so weiteren Verwandten, die haben mich abgeredet und haben gesagt, also du bist sehr jung und du kannst ja nicht alles so einfach ja, aufhören irgendwie mit deinem Berufsleben und einfach irgendwo hinfahren und allein in Amerika, ja so ohne Verwandte, ohne Bekannte. Aber ich war mir irgendwie innerlich so sicher, dass ich den richtigen Weg ausgesucht habe und deshalb, ja, bin ich in den Flieger, habe mich in den Flieger gesetzt und ja, nach 10 Stunden Flug war ich in Philadelphia und dann habe ich mich umgesetzt und dann war ich in Syracuse und dann hat mich jemand abgeholt und stand ich vor dem Kloster und vor dem Priesterseminar. Hattest du Zweifel, ob du es schaffst? Nein. Ich habe mich gut vorbereitet. Also ich habe Bücher gelesen, ich habe Zakon Božji damals so fast auswendig gelernt. Also ich wusste auch, dass die Ausbildung in Russisch ist und deshalb, ja, also in Englisch wäre es vielleicht ein bisschen schwieriger. Deshalb war ich mir irgendwie so innerlich sicher, dass ich es schaffe. Ja. Aber in Jordanville kann man auch auf Englisch studieren? Jetzt, damals nicht. Also. Mhm. Damals war nur die erste Klasse auf Englisch. Für die aus Amerika oder aus Südamerika oder aus Australien. Für diese Studenten war es irgendwie so ein Übergangsjahr. Und dann ab der 2. Klasse war es auf Russisch. Und jetzt mittlerweile ist es alles auf Englisch. Ja. Und als du dich eingestellt hast, als du noch in Deutschland warst und dabei war es, das Ticket zu kaufen, die Verwandten, die dich versucht haben, davon abzureden, wahrscheinlich dann auch Kollegen bei der Arbeit, die diese Zweifel gesät haben oder versucht haben. Hattest du so ein bisschen damit zu kämpfen? Hast du dich vielleicht überlegt, das könnte ja wirklich sein? Oder? Nee, also ich wundere mich selber, dass ich damals war ich 21, dass ich so irgendwie sicher diesen Weg ausgesucht habe und also ich hatte keinen Zweifel damit. Also das war wirklich so, weil ich habe mich, wie gesagt, also schon in der Schulzeit damit befasst, wollte zum Priesterseminar. Dann habe ich gewartet, dann habe ich die Ausbildung gemacht, dann habe ich das Zivildienst gemacht. Und dann war ich endlich bereit. kam endlich die Zeit, dass ich dort sein konnte. Und ich habe auch viel über das Kloster gelesen, über das Priesterseminar. Und das war wirklich für mich irgendwie so eine Ehre, dort zu sein, denn das war auch, ja, es waren sehr viele, ja, also lichte Väter dort zu verschiedenen Zeiten und deshalb war es für mich auch eine große Ehre, dort zu sein und auch dort zu studieren, ja. Und hattest du noch damals Kontakt zu deinen Klassenkameraden aus der Schule? Gab es von denen jemanden, der das verstanden hat oder? Also die erste Zeit schon und dann mit der Zeit wurde es immer weniger und weniger. Mhm. Also ich habe dann neue Freunde natürlich dort gefunden und wir sind immer noch in Kontakt mit meinen Mitstudenten. Und man merkt, dass man halt so studiert und dann gehen alle irgendwie in verschiedene Länder und in verschiedene Gemeinden und dann ist man trotzdem irgendwie verknüpft und das ist irgendwie sehr, sehr erfreulich. Ja. Mhm. Und welche Reaktionen gab es noch in deinem Umfeld? Also ich kann mich erinnern, als ich in der Schule damals mich entschieden hatte, zum Priesterseminar zu gehen, gab es eigentlich wenig Reaktionen. Also es gab jemanden, der hat mich immer wieder belächelt und hat gesagt, hey Alexei, du wirst ja dann Papst. Aber das hat die Leute nicht so interessiert, also die haben das, vielleicht gab es auch welche, die das angenommen haben. Wie war das bei dir? Ja, also
Ich hatte, also in dieser Zeit hatte ich mehr so Freunde, die orthodox waren, das heißt serbische, von serbischen Familien und aus rumänischen Familien, die halt auch in die Kirche gingen. Und deshalb war es irgendwie von denen, irgendwie haben die das alles als normal empfunden. Die Klassenkameraden von der Schule, die haben es natürlich nicht verstanden. Also wie du ins Priesterseminar. Warst du so schlimm, nee, dass die es nicht fassen konnten? Nee, aber trotzdem, also ja, wie kann man das irgendwie verbinden? Das ist ja unmöglich. Also die haben das, die konnten es irgendwie nicht fassen. Also ja, okay, in die Kirche gehen, okay, ja, zum Gottesdienst gehen, okay, aber nicht einfach dorthin fahren und zum Priester werden. Also die waren schon irgendwie so überrascht. Leicht, ja. Okay, und wenn man an das Studium orthodoxer Theologie denkt, denkt man erstmal Richtung Russland, Griechenland, Serbien und so weiter. Und du bist ja in die USA, warum nicht nach Russland? Ja, weil ich bin ja damals, habe der russischen Auslandskirche angehört und das einzigste Priesterseminar, das wir damals hatten, war halt das Priesterseminar in Jordanville, ja. Mhm. Das war, als ich dort angefangen habe zu studieren, das war 2004. Das heißt, das waren also vor 3 Jahren vor der Vereinigung der russischen Kirche. Mhm. Ja. Deshalb hat mich der Metropolit Mark auch dorthin geschickt. Das war eigentlich die einzigste Möglichkeit. Aber das waren auch Studenten, die wo damals schon nach Russland gereist sind, um in Sergiev Passat also zu studieren. Ja. Also von unserer Kirche auch, von unserer Diözese auch. Ja, ich habe mit jemandem sogar... Vater Thomas auch war das, ja. Ja, und später sogar noch welche, glaube ich, dann... Ja, so. Und wie läuft das Studium in Jordanville ab? Also es gibt da ja auch ein Kloster oder gehört das zum Kloster? Ja, das ist sehr, sehr eng verbunden am Kloster. Und für mich war das auch irgendwie wichtig, also dass ich... in Jordanville studiere, weil für mich war auch wichtig, sozusagen die russische Auslandskirche also mehr zu kennenzulernen. Also das heißt, ich könnte natürlich auch nach Moskau fahren, wenn Vladika das gesegnet hätte. Aber für mich war es wichtig, sozusagen ins Herz der russischen Auslandskirche zu gelangen, sozusagen. Ja. Und dort irgendwie sozusagen den Geist oder die Einstellung der russischen Auslandskirche zu fühlen. Und das ist mir dann auch irgendwie mit Gottes Hilfe auch gelungen. Das heißt, Jordanville ist halt das Hauptkloster oder das, man nennt sie auch die Lavra der russischen Auslandskirche, das größte Kloster in der Auslandskirche. Und das Priesterseminar ist sehr eng verbunden. Das heißt, es ist das Kloster, das Priesterseminar, dann gibt es halt das Gebäude, wo halt die Studenten leben. Und die Studenten sind sehr am Leben des Klosters irgendwie beteiligt. Das heißt, man geht zur Schule halt, man studiert und dann nachmittags hat man verschiedene Poslushanie, verschiedene Aufgaben im Kloster. Das heißt, und in der Früh geht man zum Gottesdienst, jeden Tag war Liturgie für alle, ja, also und abends war auch Povecherie. Der Abendgottesdienst für alle Pflicht, das heißt, alle haben das besucht. Und zwischendurch halt von 8 bis 12 hatten wir Unterricht. Also um 5 Uhr, um 5.30 Uhr sind alle aufgestanden, um 5.45 Uhr waren die Gebete. Ja, um 6 Uhr war die Liturgie. Halb 8 war sie dann zu Ende, dann war Frühstück. Das jeden Tag? Jeden Tag, ja, jeden Tag. Und dann 7:30 war Frühstück, um 8 Uhr begann der Unterricht und bis 12 Uhr. Um 12 Uhr war Mittag oder 12:30 und dann begann die Aufgaben im Kloster. Das heißt, jeder hatte in der Bibliothek, in Priplotne, das heißt, wo man die Bücher dort also gemacht hat, in der Küche, also in der Ikonenschule oder Ikonenwerkstatt. Also Also ich kam dann auch in die Ikonenwerkstatt ja, und so begann auch mein Weg als Ikonenmaler auch, ja. Gab es auch Frauen, die dort studiert haben? Nee.
Und wie haben die Studenten dann ihre zukünftigen Ehefrauen kennengelernt? Sind die dann nach New York am Wochenende? Ja, mit dem war es schwierig. Also da gab es nicht so wie in der Heiligen Sirgus Laura, dass verschiedene Studentinnen auch dort waren. Das heißt, nur die Leute, die ins Kloster kamen, zum Gottesdienst. Das heißt, das Klosterleben oder also die Gottesdienste waren wie in der Gemeinde. Das heißt, das waren keine sozusagen geschlossenen Klostergottesdienste. Das heißt, es war also Samstag, Sonntag war dort eine Gemeinde. Das heißt, sehr viele Leute kamen aus verschiedenen Dörfern, Städten und also deshalb waren sehr viele Gläubige halt auch am Gottesdienst immer. Aber man hat natürlich dann auch, jeder hat irgendwie gesucht. Ja. Nicht alle haben was gefunden, aber ja. Gab es auch Mädchen, die zu diesen Gottesdiensten gekommen sind, weil sie gesucht haben? Gab es auch, ja, denke ich. Ja. Ja. Also man muss sagen, Jordanville ist ja sehr abgelegen. Das heißt, von New York sind es fünf Stunden also Fahrt mit dem Auto. Das heißt, also das ist sehr ein abgelegener Ort, so wie hier, wie im Kloster hier. In Stunden mit dem Auto, das ist ja wie aus Berlin nach Krefeld. Ja. Gut, amerikanische Größenordnungen. Ja, ja. Und ja, außenrum vom Kloster sind halt nur Felder, Wälder und Seen, ja. Und sonst nichts. Aber wir sind immer, also als wir Studenten waren, sind wir halt auch, haben wir versucht, irgendwie also ein bisschen zu reisen durch Amerika. Das heißt, wir sind in Ferien zum Beispiel nach Miami gereist mit meinen Mitstudenten, haben dort die Gottesdienste auch geholfen zu führen, also also zur Christi Geburt, zur Theophanie und dort haben wir natürlich auch sehr viele Jugendliche immer kennengelernt. Das heißt, das war immer so eine Mischung halt aus kirchlichem Leben und dadurch hatten wir auch Kontakt zu Jugendlichen, ja. Mhm. Und Miami. Und Miami, natürlich. Das war natürlich auch sehr, sehr schön, weil wir sind dann zum Ozean und auf Theophanie sind wir mit dem Tropardes sind wir bei 25 Grad plus, sind wir haben uns sozusagen ins Wasser, sind wir in den Ozean gestiegen. Also das war natürlich sehr schön dort auch. Aber auch gefährlich. Es gibt sehr viele Haie. Ja, die haben uns gesagt, also die Jugendlichen, die uns dort hingebracht haben, also die Kinder von dem Vater Daniel, der dort bis jetzt noch zelebriert, das ist eine sehr große Familie. Die haben gesagt, na, das war ja also Januar. Die haben gesagt, nee, also wir schwimmen, das ist ja viel zu kalt, es sind ja 25 Grad, also draußen 25 Grad, das ist Winter bei uns. Nee. Dann haben die gesagt, ja, ihr könnt schwimmen, aber seid vorsichtig, also ein paar Mal im Jahr kommt es vor, dass einfach irgendwer vom Hai einfach angegriffen wird. Also ja, für die ist es normal irgendwie so, die erzählen das, als wäre es so normal irgendwie. Wir sind dann einfach ein bisschen geschwommen und dann wieder zurück. Ja, lieber nicht, ja. Das heißt, ihr konntet in den Ferien aus dem Priesterseminar auch irgendwie am Wochenende? Oder? Auch am Wochenende, auch in die Stadt, also so zum Einkaufen, da gab es so ein Auto für die Studenten, Studentenauto sozusagen. Das konnte man sich dann beim Priester, der für die Studenten verantwortlich war, also irgendwie vorbestellen. Das heißt, für diese Stunden werden wir das Auto nehmen. Und dann konnte man auch in die Stadt zum Einkaufen oder einfach irgendwo hin zum Spazieren oder irgendwie hinfahren. Ja. Das ist jetzt wie viel? 15, 20 Jahre her? Das war, 15. Das war von 2004 bis 2008. Mhm. Das heißt, normalerweise sind es 5 Jahre Studium, aber ich bin ins zweite Jahr gleich eingestiegen, dann habe ich das ein bisschen verkürzt. Dann, ja. Wie viele Studenten waren dort? Also pro Kurs? Also in meinem Kurs waren es am Anfang 12 und bis zum Schluss blieben 5. Ja, wieso? Ja, also nicht jeder, der wo angefangen hat, hat auch gemerkt, dass es sein Weg ist.
Ja, manche haben das natürlich, das war also sehr wenige, aber es gab auch solche Leute, die das ausgenutzt haben. Ja, die konnten halt nach Amerika kommen aus verschiedenen Ländern und ein Visum bekommen und dann haben sie sich irgendwie so, sind so verloren gegangen in der amerikanischen Umgebung. Okay. Ja. Aber ganz wenige. Die meisten haben dann gemerkt, dass es einfach, also nicht ihr Weg ist und dann haben sie abgebrochen, ja. Musstest du für dein Studium bezahlen? Also normalerweise schon. Also das zu meiner Zeit kostete ein Jahr Studium $5,000. Ja. Mhm. Und ich habe ja damals auch diese Ausbildung gemacht und die Erfahrung war vielleicht das erste Ziel und das zweite Ziel auch ein bisschen Geld zu sammeln für das Studium. Und deshalb hatte ich so ein bisschen Eigenkapital und habe mich sozusagen selbst finanziert. Mhm. Und also im ersten Jahr musste ich diese 5.000 bezahlen. Man konnte aber auch diese, also durch Arbeitsstunden im Kloster abarbeiten. Das heißt, für jede Stunde gab es eine bestimmte Anzahl von Dollar sozusagen. Eine Stunde hat was gekostet sozusagen und man konnte dann also verschiedene Stunden sammeln und deshalb, das wurde dann von dem Jahreskonto sozusagen abgezogen. Mhm. Aber ab dem zweiten oder so, also vor allem im dritten, vierten Jahr, hatte ich dann ein Stipendium bekommen von einer Gemeinde, also sozusagen die größte Gemeinde in der Diözese. Hier in Deutschland? Nee, in Amerika, ja. In Lakewood, das ist also am östlichen Rand. Die haben mir sozusagen dann das ganze Studium bezahlt, ja. Okay. Da war Vater Sergei Lukjanov, ich bin ihm bis jetzt noch sehr dankbar. Und dass er hat dann verschiedene Studenten ausgewählt, die sehr gut waren im Studium und hat die dann auch sozusagen belohnt durch das, dass sie noch besser wurden, damit sie nicht so viel arbeiten mussten und mehr sich dem Studium widmen konnten. Ja. Und wie ist es, wenn ein Student aus Deutschland zum Beispiel möchte dort studieren, das ist ja 5.000, wahrscheinlich sind es heute noch mehr, dann dazu kommt das Ticket. Und wenn sich die Familie oder der Student das nicht leisten kann, gibt es hier aus Deutschland irgendwelche Förderprogramme von der Kirche? Also man die Diözese unterstützt dann auch. Also ich habe das Angebot auch von Metropolit Mark damals bekommen, damit die mich unterstützen können. Mhm. Aber damals bin ich also mit anderen Mitteln sozusagen klargekommen. Mhm. Ja. Das heißt, wenn jemand das nicht mit Eigenmitteln schafft, kann er sich an die Diözese oder vielleicht an seine Gemeinde wenden? Ja, genau. Also das ist nicht vielleicht so, dass da der ganze Betrag bezahlt wird, aber man bekommt sicherlich eine Hilfe, also von der Gemeinde und von der Diözese wahrscheinlich auch. Konntest du in den Ferien auch nach Hause gehen? Ja, ich bin eigentlich immer nur in der Sommerzeit nach Hause gekommen, im August für also dreieinhalb Wochen, dann bin ich wieder dann zurück. Dann, ja. Mhm. Gut, aber dann kamst du ja doch nach Russland. Genau, dann kam ich doch nach Russland, weil, wie ich sagte, also jeder hat seine Aufgabe im Kloster gehabt. Mhm. Und ich wurde zuerst in die Bibliothek eingeteilt und dann nach zwei, drei Wochen ungefähr Studium kam der Leiter der Ikonen. Werkstatt zu mir und sagte, also wir planen ein großes Projekt, das sollte ein Mosaik sein also von der Gottesmutter für eine Kirche und würdest du da gerne also mitmachen? Wir suchen noch Helfer. Dann habe ich gesagt, ja, also ich würde das gerne machen, weil ich hatte damals schon Interesse an die Ikonenkunst und habe sogar vor dem Priesterseminar schon was angefangen zu malen und so leicht irgendwie mich mit der Ikonenkunst zu befassen. Und dann wurde ich da aufgenommen und wir haben ungefähr eineinhalb Jahre dieses große Mosaik gemacht.
Und dann, wo das fertig war, sagte mir der Leiter, also weil ich wollte dann auch weitermachen in dieser Werkstatt, auch die Ikonenkunst erlernen, nicht nur Mosaik, das ist ein bisschen unterschiedlich. Und dann sagte er, also wenn du irgendwelche Begabung hast, dann werden wir dir helfen, diese irgendwie auszuweiten. Mhm. Wenn es nicht so ist, dann werden wir auch keine Zeit mit dir verlieren, ja, sozusagen. Mhm. Und dann habe ich die erste Ikone gemacht. Das war der heilige Matthäus, der Evangelist. Und dann sagte der Leiter, also dein Platz ist hier, du kannst hier bleiben. Ja. Da war ich sehr erfreut und habe dann also noch diese 2 Jahre die Ikonenkunst irgendwie erlernt, aber das war natürlich zu wenig. Ja, weil das Hauptthema natürlich war für mich das Priesterseminar und in der Freizeit oder nachmittags für 1-2 Stunden bin ich dann in die Werkstatt gegangen und habe dann noch was gemalt, also Ikonen geschrieben. Und deshalb, wo ich dann fertig war mit dem Priesterseminar, da war ich 25. Und also habe mich noch gefühlt, dass ich vielleicht noch zu jung bin für einen Priester. Und deshalb wollte ich dann noch ein bisschen studieren. Deshalb habe ich dann also unseren Bischof gefragt, Metropolit Marko, ob ich dann noch das Priester oder das Studium ausweiten kann in der Heiligen Sergius Lavra, in der größten sozusagen Ikonenschule Russlands. Ja. Und ich habe den Segen des Metropoliten bekommen und bin dorthin gereist. Bin ein Jahr vorher dorthin gereist, um sich das anzuschauen. Nach Amerika bin ich sozusagen mit verbundenen Augen gefahren. Das heißt, ich wusste nicht, was mich dort erwartet. Und damals, seit 2006, hatten wir so ein Programm, einen Austausch der Studenten. Das heißt, es kam von der Heiligen Akademie, vom Priesterseminar aus Sergiev Posad verschiedene Studenten, also 5 oder 7. Und unsere Studenten gingen dann also zu dem Priesterseminar nach Russland. Das heißt, es war so ein Austausch vor der Vereinigung. Und da kamen halt einige Studenten, die haben mich sehr sozusagen eingestellt, dass ich dort auch studieren sollte, weil die haben sehr viel erzählt von dem heiligen Sergius Lavra und deshalb bin ich dann ein Jahr vor dem Abschluss des Studiums in Amerika nochmal dorthin gereist im Sommer, habe mir das angeschaut und nach dem Ende des Studiums bin ich dann dorthin, habe dort 3 Jahre studiert und wollte dann noch weil da gab es 2 Stufen sozusagen, 3 Jahre und dann konnte man noch für 2 Jahre verlängern. Dann habe ich dem Metropoliten geschrieben, unserem Bischof, ob ich da noch für 2 Jahre bleiben kann, hat mir geantwortet, es reicht, du bist eh schon so lange im Studium, wir warten auf dich, komm zurück und also du wirst hier also benötigt sozusagen. Mhm. Und dann kam ich zurück und sagte der Bischof, also wenn du da bist, sagst du mir dann Bescheid. Am nächsten Tag, wo ich dann zurückgekommen bin aus Russland, habe ich ihm geschrieben und dann sagte er, ja, in einer Woche ist die Diakon 2. Wo ich Diakon war, nach einer Woche sagte er, also nach 2 Wochen, Diakon sagte mir dann, also in einer Woche ist die Priesterweihe. Ja, so war ich sozusagen 3 Wochen Diakon und ja, gleich zum Priester geweiht fast. Das heißt, du hast dann irgendwann unterwegs noch geschafft zu heiraten. Genau, ja. Das heißt, ich bin nach Russland, habe dort 2 Jahre studiert und nach einem Jahr Studium habe ich dann meine Matuschka kennengelernt, also meine Ehefrau zukünftige und die war halt dort auch als Studentin, weil das waren über 100 Mädchen, die dort zur Chorleiterin dort eine Ausbildung bekommen haben. Und wir haben uns kennengelernt, haben uns sozusagen ein Jahr so getroffen irgendwie. Und nach einem Jahr, also nach 2 Jahren Studium sozusagen, haben wir dann geheiratet. Dann haben wir eine Wohnung dort auch gemietet, dann außerhalb der Lavra. Und wo ich fertig war, sind wir dann wieder nach Deutschland zurückgekommen. Ja. Welche Kriterien hattest du bei der Suche oder bei der Auswahl deiner zukünftigen Frau?
Ja, also... Gab es da etwas also Spezifisches, was das Priestertum angeht? Ja, da ich Priester sein wollte oder habe ich sozusagen vorbereitet auf diesen Weg, war es für mich natürlich auch wichtig, dass meine Frau dann auch diesen Weg mit mir gehen wird. Also das heißt, dass sie einverstanden ist, dass sie auch also so kirchlich ist. Das heißt, es gab ja viele verschiedene Mädchen, die dort studiert haben. Und also jemand ist vielleicht vor einem Jahr also getauft worden oder vor 2 Jahren und war halt noch sehr frisch im Glauben. Mhm. Und für mich war es wichtig, dass die meine Frau auch so irgendwie tiefer im Glauben ist und dass sie auch eine feste Unterstützung dann ist im Priesterleben. Mhm. Gab es, ich sag mal, Kandidatinnen, die du abgewiesen hast, weil du sie nicht als Priesterfrau gesehen hast? Ja, es war halt so eine Zeit, wo man verschiedene Bekanntschaften gemacht hat. Das heißt, ja, und dann haben einige so irgendwie Interesse gezeigt, aber ich habe dann irgendwie also nicht mit Interesse geantwortet. Hm. Aber es gab da jetzt nicht so ein Drama, dass du dich verliebt hast in jemanden und dann... Das war irgendwie so ganz ruhig, irgendwie so stabil. Ja, da hast du Glück gehabt. Weil es kommt ja, ich frage das, weil es ja tatsächlich vorkommt, dass ein junger Mann, der Priester werden möchte, sich in jemanden verliebt, der aber aus kanonischen Gründen oder aus Gründen des Charakters nicht als Frau eines Priesters eignet. Und dann steht man ja vor der Wahl, ob man sich für seine Liebe entscheidet, ja, oder? Oder für das Priestertum, ja. Für das Priestertum, ja. Und für eine andere Liebe, hoffentlich. Ja. Nee, also das war halt schon so, ich habe mich da irgendwie so umgesehen und also das war irgendwie so eine auch innerliche Verbindung. Dann fühlt man, dass der Mensch irgendwie zu dir passt und der spricht irgendwie deine Sprache sozusagen. Also du sagst irgendwas Kirchliches oder du hast irgendwelche Vorlieben und der Mensch versteht dich. Also das heißt, das ist irgendwie so eine, wie der heilige Paisius sagte, die eine Frequenz. Ja. Ja. Welche Eigenschaften sollte denn die Frau von einem zukünftigen Priester haben? Ja, sie muss verstehen natürlich, dass das Priestertum nicht leicht ist und dass sie als Frau eines Priesters auch diesen Kreuz mit ihm mittragen wird. Hm. Ja. Und eine Sache natürlich ist, dass der Priester sehr sozusagen immer sehr beschäftigt ist. Das heißt, er ist immer mit Leuten, das heißt, er ist immer in irgendwelchen Gottesdiensten mit Leuten, also in Projekten, in verschiedenen irgendwelchen Fahrten und die Frau ist halt dann mehr also mit der Familie, mit den Kindern. Das heißt, das ist auch nicht, also nicht für viele ist es dann wirklich dann schwierig manchmal. Also. Mhm. Und eine Frau des Priesters muss natürlich auch sehr gut mit Menschen umgehen können. Denn in der Gemeinde wird sie auch eine wichtige Rolle spielen, weil alle schauen dann auf die Frau des Priesters und wenn sie irgendwie so wenn sie Schwierigkeiten hat mit Kontakt mit anderen Leuten oder dass sie ist irgendwie so streng oder irgendwie, dann gibt es wahrscheinlich auch Probleme dann in der Gemeinde, weil natürlich ist die Frau des Priesters irgendwie so eine Verbindung. Also der Priester ist mehr im Altar und also ist als Organisator und als Priester, als Leiter der Gemeinde. Und die Matuschka oder die Frau, die ist mir halt so, die halt das irgendwie so mithilft, das zu gestalten. Also irgendwie. Muss das sein? Also kann die Frau von einem Priester nicht in die Gemeinde zum Gottesdienst kommen und dann wieder gehen und sich nicht in der Gemeinde mitwirken?
Ja, also wenn das hier nicht liegt. Ja, solche gibt es auch. Also das ist so ein Weg gibt es auch. Und also das muss ja nicht immer unbedingt so sein, dass die irgendwie so eine sehr große Rolle spielt. Das heißt, es kann so sein, aber es kann auch nicht so sein. Mhm. Ja, also die Matuschka oder die Frau des Priesters ist nicht gezwungen, irgendwie so voll irgendwie dabei zu sein in der Gemeinde. Und meistens ist es ja auch so, dass sie mit Kindern so beschäftigt ist, dass sie die ersten, ich weiß nicht, 15, 18 Jahre sowieso keine Zeit für die Gemeinde hat. Höchstens vielleicht für das Chor, wenn sie im Chor singt. Also das ist das Einzige. Also so ist es bei uns. Also meine Frau beteiligt sich sozusagen wenig in der Gemeinde. Das heißt, die ist Chorleiterin und die hat also sehr viel damit zu tun und das reicht ja auch. Also das heißt, die hat da irgendwelche, also nicht noch mehr Aufgaben irgendwie in der Gemeinde. So. Hm. Gibt es da etwas, wo sie sich beschwert oder womit sie sich schwer tut in deinem Dienst? Also lange Abwesenheiten. Ja gut, das ist natürlich ein Problem, aber es gibt viele Menschen, viele Berufe, wo man lange abwesend ist. Es gibt Nachtschichten, ein LKW-Fahrer, der ist auch teilweise über Wochen unterwegs. Aber gibt es etwas, was ja speziell das Priestertum angeht? Ja, also das ist halt so, dass der Priester oft auch mit verschiedenen Problemen kontaktiert wird. Also er muss auch die irgendwie lösen, auch wenn er da. Manchmal ist er auch zu Hause, aber er ist nicht zu Hause. Also, okay. Er ist immer irgendwie in irgendwas beschäftigt. Das heißt, er telefoniert oder er muss mit irgendwem reden, der irgendwie Beistand leistet und sowas. Deshalb ist es natürlich irgendwie eine Schwierigkeit, dass der Priester viel mit anderen zu tun hat und meistens sehr wenig für die Familie Zeit hat.